Willkommen zu meinem 1.12 Public-Kanonen-Pack. Heute gibt es endlich alle meine Public-Kanonen aus Public V6 und Public V7 für die 1.12 zum Download. Ich habe es ja schon länger mal gesagt, dass ich es mal machen wollte, und jetzt ist es endlich soweit. Also alle Kanonen aus diesen beiden Wargs, also für Tier 2 und Tier 3. Das sind 2 MGs und 5 manuelle Kanonen. Und diese könnt ihr in der Beschreibung downloaden als ein Mediafire-Link. Und dann könnt ihr die Schematik dieser Kanonen downloaden, genauso wie ihr sie hier jetzt seht. Und dann könnt ihr sie gerne in eure eigenen Wargears einbauen und verwenden. Ich werde in diesem Video jetzt nur kurz auf die Kanonen eingehen, was genau es ist, und einmal kurz alle abschießen. Und beginne auch direkt mit der Hybrid aus Hytris. Also ich habe dazu schon ein Video gemacht, wo ich die euch vorgestellt habe, auch mit Download. Das kann ich in der Infocard verlinken, das heißt, da werde ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Aber einfach zur Vollständigkeit wollte ich diese Kanone trotzdem in das Public Pack aufnehmen. Und wir kommen auch gleich zur nächsten Kanone. Das hier ist eine Public Lupf, 32 Projektile. Die gibt es in Hydrus und Vortex, das heißt, in beiden der Vortex ist diese verbaut. Sie benötigt einfach nur 8 Treibladungen und jede der Kammern je 16 Projektile. Und ich habe immer schon von Hydrus und Vortex in den Let's Shows genau erklärt, was genau sie machen und wie man sie belädt. Das heißt, die beiden verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Das heißt, wenn ihr genau wissen wollt, wie diese Kanone funktioniert und wie man sie noch genau beladen muss, was man damit machen kann, auf jeden Fall die beiden Let's Shows anschauen, falls ihr nicht getan habt. Mir fallen auch direkt einmal mit der Lupf. Das ist der Damage. Ich mache gerade nochmal einen Zweitschuss. Der sieht so aus. Das heißt, damit könnt ihr euch auf jeden Fall reinkramen, ein bisschen schwenken. Der Damage ist gerade nicht optimal. Aber sonst streut sie eigentlich relativ gut und es ist die 32er Lupf. Wir kommen auch direkt zu den nächsten beiden manuellen Kanonen. Und zwar zuerst hier oben zu der Public Stich. Die ist, wie ihr sie hier seht, in Public V6 Vortex eingebaut. Und es ist einfach eine ganz normale Stich, läuft auf einen Tick, hat deshalb relativ viele Treibladungen. Aber sie tut das, was sie in der Stich tun muss. Das heißt, sie macht einfach einen geraden Stich in den Gegner. Wir haben sie abgefeuert. Und sie macht einen schönen Stich. Der dürfte Kanonenkill sein. Macht ja auf jeden Fall standardmäßig auf dem Wargear sicher Kanonenkill. Und wir kommen auch direkt zu den letzten beiden manuellen Kanonen, die wir hier haben in dem Public Pack. Die erste ist hier drüben, das ist eine 24er Arti. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie ich diese aus der 1.10 die 1.12 umgebaut habe. Verlinke ich euch auch gerade mal oben in der Infocard. Und die baut einfach nur 4 TNT auf dem Boden, 2 TNT an der Decke für die Treibladung und dann noch in die Kammern, insgesamt 24 TNT. Und das ist mit den Stellen auch alles erklärt, genau so befindet sie sich auch im Hytris. Ihr seht hier, das ist der Damage. Mit der Zeit kippt sich die Kanone auf jeden Fall auch ziemlich gut rein. Und damit könnt ihr auch ziemlich gut tief kommen, vor allem ziemlich schnell. Und wir kommen auch direkt auch schon zu der zweiten Arti, das ist eine Freiluft-Arti. So wie wir die Kanone hier haben, befindet sie sich im Vortex. Diese ist auf jeden Fall dafür gedacht, dass sie sie immer oben am Dach einbaut. Wir schießen hier einmal. Ihr seht, hier ist der Damage, damit könnt ihr Gegner auf dem Dach killen. Ihr könnt euch so reinkramen, Arti-Schilde killen, andere Artis killen, alles was ihr wollt. Und das waren jetzt auch schon die 5 manuellen Kanonen. Wie gesagt, ich bin nur kurz drauf eingegangen, weil ich es im anderen Video schon stärker gemacht habe. Und wir kommen auch jetzt noch direkt zu den beiden automatischen Kanonen. Erstmal kommen wir hier zu einer ganz normalen Luft-MG. Die Kanone ist nur 4 breit. Wie sie ist, ist sie auch im Public V6 verbaut und ich würde sagen, wir können sie auch gerade mal abfeuern. Und die MG hat auch leer geschossen. Hier haben wir sogar einen Lauf dran gebaut. Aber den Lauf könnt ihr auf jeden Fall euch noch verkleinern. Aber wenn es Walking Design hat, kann man das eh noch alles spezifisch anpassen. Ihr seht, hier ist der Damage, hat glaube ich 12 Schuss, 3x einbaubar, macht Kanonenkill. Auf jeden Fall eine schöne, nette Lupf-MG. Und wir können auch gerade nochmal die zweite Lupf-MG abfeuern. Das ist die aus Hytris, da ist sie 2x verbaut. Und das ist auch eine Lupf-MG, aber anstatt wie sie andere unten zu treffen, trifft diese auf der oberen Ebene und killt Artis, Mörser etc. halt alles, was oben eingebaut ist. Die ist selbst auch 3x einbaubar. Aber ich kann euch auch noch empfehlen, einen Lauf dran zu bauen. Und sie geht auch noch nicht automatisch aus. Das heißt, das müsstet ihr auch noch hinzufügen. Aber wenn ihr die beiden Sachen gemacht habt, könnt ihr die Kanone auf jeden Fall benutzen. Ihr seht hier, sie streut relativ. Wie gesagt, wenn ihr einen Lauf dran habt, hat sich das erledigt. Und dann macht sie auch immer relativ guten Kanonenkill. Und mal trotzdem kleinen Höhenstreu und killt oft auch was auf der mittleren Ebene. Hier ist die den Damage, also es ist nicht ganz tief gekommen, aber auf Vorge ist es auf jeden Fall immer Kanonenkill. Und wie gesagt, wenn die einen Lauf hat, trifft sie dann auch ein wenig besser. Und es kann sein, weil sie jetzt gerade ein bisschen gefällt, dass da vielleicht ein kleiner Bug drin ist, das heißt, da könnt ihr einfach nochmal selbst nachschauen.
Aber das ist, glaube ich, kein Problem, wenn ihr testet. Seht ihr bestimmt, falls da noch ein bisschen Sand fehlt, den müsst ihr einfach sonst hinzufügen. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur gerade ein Bug, der nur gerade bei mir aufgetreten ist. Ich sehe dann nochmal die ganzen Kanonen. Wie gesagt, der Download-Link ist in der Beschreibung. Das Mediafire-Link ist die Schematik. Könnt ihr euch auf MyPlanet oder auf den Server ziehen. Ich habe da auch ein Tutorial zugemacht. Ist auch in der Beschreibung irgendwo verlinkt, wie man genau Schematics auf MyPlanet hochlädt. Also verwendet diese Kanonen gerne in euren Vlogs, würde mich sehr freuen. Und sonst könnt ihr auch gerne positive Wertungen lassen. Das fände ich auch ziemlich nice. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns bald wieder zum weiteren Video. Ciao.